is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Zorn des Lammes. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge. Und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Die spöttischen Zurufe und Witzeleien haben aufgehört. Die verlogenen Lippen halten endlich still. Das Waffenklirren, der Kampfeslärm, das Stiefelkrönen, das Rascheln der Mäntel, die durch Blut geschleift wurden, ist verstummt. Nichts ist zu hören, nur das Beten, Weinen und Jammern. Ein Schrei löst sich aus dem Munde derer, die eben noch gespottet hatten. Er ist gekommen, der große Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Die Bösen beten darum, unter den Felsen und Bergen begrabt zu werden. Das ist ihnen lieber, als dem zu begegnen, den sie verachtet und abgewiesen haben. Sie kennen diese Stimme, die bis zu den Ohren der Tod durchdringt. Wie oft haben diese bittenden, zärtlichen Töne sie zur Umkehr, zur Reue gemahnt? Wie oft war sie in den zu Herzen gehenden Bitten eines Freundes, eines Bruders, ja eines Erlösers zu hören gewesen? Für alle, die seine Gnade abgelehnt haben, könnte keine andere Stimme so verurteilend, so mit Vorwürfen beladen sein, wie jene, die so lange gefleht hatte. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Jesus sagt: Wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, dann will ich auch lachen bei eurem Unglück. Diese Stimme weckt Erinnerungen, die sie nur zu gerne ausgelöscht haben würden. Missachtete Warnungen, abgelehnte Einladungen, gering geschätzte Vorrechte. Im Leben aller, die die Wahrheit zurückließen, gibt es Augenblicke, in denen das Gewissen erwacht, in dem das Gedächtnis ihnen quälende Erinnerung eines Lebens der Heuchelei vorhält und die Seele von vergeblicher Reue geplagt wird. Doch was ist das alles verglichen mit der Reue jenes Tages, an dem Unglück wie das Wetter über sie kommt? Menschen, die Christus und sein treues Volk am liebsten umgebracht hätten, sind jetzt Augenzeugen der Herrlichkeit, die auf ihnen ruht. The Lord is coming. Are you ready?